Lena Meyer-Landrut hatte es zuletzt nicht einfach. Das Jahr 2023 war für Lena besonders herausfordernd. Zunächst erlitt sie bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch. Lange musste sie die Verletzung auskurieren. In einem SWR3-Podcast erklärte sie damals: Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben. Und es ist alles so erschwerlich. Wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen, das ist schon echt hart. Ende des Jahres musste sie sich dann auch noch in der Notaufnahme behandeln lassen. Neben den körperlichen Verletzungen hatte sie auch mit psychischen Belastungen zu kämpfen, wie sie erst einige Zeit später offenbarte. Bereits zum Jahresabschluss deutete die Sängerin an, dass die letzten Monate emotional sehr belastend für sie waren. Der November und Dezember haben mir nochmal den Rest gegeben, aber vielleicht war das auch gut so. Schön tief nach unten und dann nachdenken, reflektieren und mit neuen Gedanken, neuer Energie und neuem Mut ins nächste Jahr, schrieb sie auf Instagram. In der YouTube-Dokumentation Making Loyal sprach die 32-Jährige dann deutlich über ihre psychischen Herausforderungen. In einem Musikvideo von Lena ist ein Autounfall zu sehen, der für sie eine große Bedeutung hat, erklärte sie in der Dokumentation. Also für mich ist der Crash sozusagen mein Depressionsrückfall im Dezember. Der Crash ist das Negative, dass ich damit gegen die Wand gefahren bin. Und dann steige ich aus und befreie mich davon. Obwohl Lena Meyer-Landrut hoffte, dass es 2024 für sie einfacher werden würde, wurde sie erneut mit gesundheitlichen Problemen konfrontiert. Sie musste mehrere Shows absagen. Einmal erklärte sie ihren Fans auf Instagram: Mir ging es tagsüber schon nicht so gut. Und ich habe dann abends krampfartige Bauch- und Nierenschmerzen bekommen, musste mich kurz vor Showstart übergeben und bin dann in eine Klinik gebracht worden. Schließlich musste sie die Reißleine ziehen und auch ihre weiteren Shows absagen. Es bricht mir das Herz und ich wünschte so sehr, dass ich das hier nicht aufnehmen müsste. Aber wie ihr vielleicht im Slide vorher schon gesehen habt, muss ich auch die restlichen Shows aus gesundheitlichen Gründen in diesem Jahr absagen, verkündete sie traurig auf Instagram. Auf der Social-Media-Plattform ist es seither still um Lena Meyer-Landrut geworden. Gerade nimmt sich die Sängerin wohl eine Auszeit, um wieder fit zu werden.